Ja, und damit zurück bei Let's Play Monkey Island 4 Part 29, müsste das sein, glaube ich. Wir machen hier einfach weiter. Ich bin absolut ratlos. Ich weiß nicht, was man noch kombinieren könnte. Wir haben alles durchgehabt. Ich weiß auch nicht, warum man eine halbleere Grogdose noch hier rumschleppt. Als wenn man mit dieser halbleeren Grogdose nur irgendwas machen müsste. Guybrush? Was ja, 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 das bist du. Ja, ja, ja. Okay. Ich weiß es nicht. Ich dachte Cabrio. Deluxe. Okay. Ich kann das nicht einfach nehmen. Wieso nicht? Bei dir passt eine Ente in die Tasche. Eine Kiste. Ja, alles Mögliche. Mit der Hafenmeisterin einfach nicht sprechen, ne? Die trägt doch auch Ohrringe. Hätten sie uns dazu nicht was sagen, vielleicht? Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Nee. Ich verstehe es auch nicht, dass Mr. Käse hier rumsteht und dass man mit dem nicht reden kann. Wir haben eine Karte gekriegt, er ist doch Navigator. Wieso zum Teufel kann man mit ihm nichts... Dainty das Lady. Das Gemälde gar nicht so wie ich genießen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ja, okay. Hi ho, Mr. Käse. Ahoi. Wie ist es da unten? Wie ist es da unten? Ruhig. Ja. Zu ruhig. Nichts verändert, ne? Ich muss zurück an die Arbeit. Arbeit? So nennen Sie das also. Ja, so ist das. Sie ist rosa. Das ist die zweitschönste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Hey, sie hat Löcher in den Ohren. Wer verpasst denn einer Galionsfigur Ohrringe? Halt die Luft an! Halt die Luft an! Kommt nicht in Frage! Das passt nun wirklich nicht zusammen. Nee! Nee! Oh, Leute! Nee! So. Was? Wo? Oh nein, nicht schon wieder! Lass mich einfach in Ruhe, okay? Die meisten Piraten würden sich über eine prachtvolle, leblose Galionsfigur freuen. Aber nein! Du musstest mir ja unbedingt diese Voodoo-Ohrringe verpassen. Nun, hier bin ich! Eine magische, sprechende, wahnsinnige Galionsfigur. Entspreche ich deinen Erwartungen? Hey, eine sprechende Galionsfigur. Hey, ein sprechender Affe. Eigentlich bin ich ein mächtiger Piratenkapitän. Abgesehen davon gibt es keine sprechenden Affen. Glaubst du? Ich kenne jeden Winkel in diesem tropischen Pseudoparadies und ich habe schon alles gesehen. Wesentlich mehr als ein grockumnebelter Niemand wie du. Okay, gut, wir plaudern dann später weiter. Wunderbar. Hey! Welcher Spinner hat mich rosa angemalt? Wahnsinn. Wahnsinn. Sowas. Ey, da laufe ich hier durch die gesamte Melee Island, nur um letztendlich dabei zu landen, einer verdammten Galionsfigur Ohrringe anzustecken. Ich verzweifle daran. Sie ist... Galionsfigur? Was denn? Welcher schrecklichen Laune der Natur verdankst du die Fähigkeit zu sprechen? Welcher schrecklichen Laune der Natur verdankst du die Fähigkeit zu sprechen? Das war eine dumme Geschichte. Ich hab mal den Kurs einer uralten Schaluppe gekreuzt. Woher hätte ich wissen sollen, dass der Lagerraum mit Voodoo-Wurzeln vollgestopft war? Plötzlich fiel irgendein Voodoo-Dingens von Deck mir genau vor den Bug. Tja, und dann konnte ich sprechen. Kann dir doch egal sein, Spatzenhirn. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht kennst du mich aus deinen Albträumen. Nein, das glaube ich nicht. Das solltest du aber. Pass auf. Ich bin der König der Welt. Woo! Aufhören. Das war ja schrecklich. Dass man nicht Titanic war. Alter Schwede, ey. Wieso bist du so schlecht gelaunt? Wieso bist du so schlecht gelaunt? Du wärst auch schlecht gelaunt, wenn ich dich an den Bug eines Schiffs nageln würde. Auch wieder wahr. Möchtest du mein offizielles Schiff sein? Möchtest du mein offizielles Schiff sein? Möchtest du mein Anker sein? Im wörtlichen oder übertragenen Sinne? Im wörtlichen oder übertragenen Sinne? Wie soll ich dir das erklären? Verwandle dich in eine Qualle und vertrockne am Strand.
Als Kapitän bin ich besser. Als Kapitän bin ich besser. Wie lange warst du eigentlich Hotelpage, bevor sie dich befördert haben? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Tja, dann verzieh dich, Kleiner. Du versperrst mir die Aussicht. Sprechen wir von was anderem. Klobürste Threepwood. Galionsfigur? Was denn? Hast du schon mal was von einem Voodoo-Talisman mit dem Namen Ultimative Beleidigung gehört? Hast du schon mal was von einem Voodoo-Talisman mit dem Namen Ultimative Beleidigung gehört? Sicher. Was ist damit? Weißt du, wo sie ist? Weißt du, wo sie ist? Sehe ich so aus? Weißt du, wie sie aussieht? Weißt du, wie sie aussieht? Sehe ich so aus? Ich habe gehört, dass sie sogar den stärksten Piraten in einen sabbernden Lappen verwandelt. Ich habe gehört, dass sie sogar den stärksten Piraten in einen sabbernden Lappen verwandelt. Wirklich? Hast du wirklich noch nichts davon gehört? Nein, ich habe von diesem ultravioletten Beileidsunsinn noch nie etwas gehört. Ich wollte dich nur ein wenig ärgern. Mann, geh mir aus der Sonne, okay? Galionsfigur? Was denn? Mann, geh mir aus der Sonne, okay? Mal mit der Karte. Oh, soll ich dir vielleicht dieses große, schwere Gemälde abnehmen? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Weißt du, was mir besonders gut stehen würde? Dein Blut an meinen Händen. Na, jetzt haben wir dir die Karte gegeben. Können wir auch den Stift geben? Sie wird sie nicht annehmen. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Ich brauche etwas, worauf ich schreiben kann. Halskette? Das passt nun wirklich nicht zusammen. Eine Dame von deiner Schönheit sollte eine Kette haben. Oh, wie aufmerksam. Du erinnerst mich an die Tochter, die deine Eltern immer gern gehabt hätten. Der war ja mal so geil, Alter. Alter Schwede, ey. Dann komm mal erst. Das ist so trocken, so trocken. Das war so gut. Alter Schwede, ey. So. Ah, du erinnerst mich an die Tochter, die deine Eltern gerne gehabt hat. So gut. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Jetzt kann man ja doch den Stift geben. Was willst du eigentlich von mir, du Sockenbügler? Und jetzt die Karte. Eine Frage. Du weißt nicht zufällig etwas über die ultimative Beleidigung, oder? Ultimative Beleidigung kannst du haben, Blödmann. Heißt das eventuell ja? Weißt du, wo sie ist? Woher zum Achterdeck soll ich das wissen? Nimm dich von diesem Kerl in Acht. Er denkt nur, weil ich an einem Schiff hänge, kenne ich jede verdammte Insel der sieben Meere. Boah, was für ein Speigertlecker. Oh, seht mich an. Ich bin Guybrush Threepshot. Ich bin ein mächtig dämlicher Pirat. Jambalaya. Da ist die ultimative Beleidigung. Interessant. Alter Schwede, weißt ey. Weißt du, wie sie aussieht? Bist du taub? Also nochmal zum Mitschreiben, du faulner Eimer Haiköder. Ich weiß nichts über deine dämliche Beleidigung. Sieh dich doch mal an. Läufst herum, als hättest du einen Bugspeed im Hey, was ist denn jetzt los? Mist, das sieht kompliziert aus. Hier spricht euer Kapitän. Alle Mann an Deck. Wir legen ab. Oh, großartig. Und wohin geht die Reise? Jambalaya Island. Die Heimat der ultimativen Beleidigung. Jambalaya Island? Was ist denn das für ein Name? Kennen Sie den Kurs, Mr. Käse? Ei, ei. Dann folgen Sie ihm auch. Oh, Mr. jawohl. Käse, wäre es nicht einfacher, den Taifun am Horizont zu umsegeln? Und was wäre daran lustig, Captain? Beim Klabautermann, das nenne ich eine Streifenbriefe. Lass die Krake von der nicht Kette! Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht! Oh, das Schiff macht das nicht mehr lange mit, Captain! Zu Hause ist es am schönsten, zu Hause ist es am schönsten, zu Hause wird es am schönsten nur werden.
Mann, das war eine schreckliche Reise. Kein lauer Regierungsjob rechtfertigt diesen ganzen Mist. Willkommen auf Jambalaya Island, der Heimat säbelrasselnder Piraten und gefährlicher Voodoo-Flüche. Und schäbiger Themenrestaurants. Und lästiger Touristen. Höre ich da Dudelsackmusik durch diese künstlichen Bäume? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist ein völlig normales Piratennest, das fest in der Hand der Tourismusindustrie ist. Mann, Ozzy hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, ich brauch was zu trinken. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten reparieren. Ich bleibe hier und bewache das Schiff. Wahnsinn. Leute, willkommen auf Jambalaya. Der Heimat der ultimativen Beleidigung. Und ich bin so wahnsinnig froh, dass wir hier weitergekommen sind. Das ist Wahnsinn. Das war vielleicht eine Akt. Das kann ich euch sagen, ne? Da haben wir vielleicht was mitgemacht. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir reden noch einmal ganz kurz mit Mr. Käse. Und danach war es das für den Part. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ahoi, Mr. Käse. Selber ahoi, Captain. Was kann ich für Sie tun? Sammeln Sie die Mannschaft, Mr. Käse. Wir brechen auf. Machen Sie keinen Urlaub? Landurlaub? Machen Sie keinen Landurlaub? Vermutlich nicht. Das Schiff ist in einem erbärmlichen Zustand. Das sagt ja genau der richtige Blödmann. Außerdem bekomme ich auf dieser Insel unreine Haut. Warum? Sie ist so sauber. Wo ist Carla? Wo ist Carla? Ist das die verbitterte Alte mit dem Schwert und der theatralischen Haltung? Ja. Oh, die ist von Bord gegangen. Kurz nachdem wir hier angelegt hatten. Okay. Sammeln Sie die Mannschaft, Mr. Käse. Können wir echt wieder fahren? Sammeln Sie die Mannschaft, Mr. Käse. Wir brechen auf. Ich fürchte, das geht nicht, Aha. Sir. Wieso nicht? Die alte Schaluppe muss grundlegend erneuert werden. Im Moment bricht sie bestenfalls auseinander. Ich gebe dir gleich eine Erneuerung, Käsekopf. Abgesehen davon, sollten Sie nicht nach diesen pan-ultimativen Verteidigungsdingen suchen? Vermutlich ja. Im Moment ist mir aber eher nach einer Kreuzfahrt. Oh, später vielleicht. Verdammt. So. Helfen Sie mir, die Teile der ultimativen Beleidigung zu finden? Helfen Sie mir, die Teile der ultimativen Beleidigung zu finden? Hey, das klingt nach einer Menge Spaß, Captain. Aber ich muss zuerst dieses Wrack auf Vordermann bringen. Bring das auf Vordermann, du alter Bock! Obwohl ich mit dem Gedanken spiele, sie einfach zu versenken. Okay, weitermachen, Mr. Käse. Weitermachen, Mr. Käse. Aye, aye, Captain. Gut, Leute, würde ich sagen, war es das hier auch erstmal an der Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Part beim Landgang wieder auf Jambalaya. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.